So, ich habe jetzt mal in den Dschungel rumgesucht und habe jetzt einen Weg gefunden, wo es weitergeht. Also da geht's weiter. Das habe ich nicht gesehen. Deswegen habe ich erstmal offscreen reingesucht, bevor ich da irgendwie rumsuche und nichts passiert. Geht's jetzt weiter? Ich hoffe es mal. Ah ja, da geht's raus. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Mal speichern. Okay. Was haben wir da? Eine Hütte. Hallo, alter Falter. Elfenzauberer. Was wollt ihr von mir? Ich habe diese Insel nicht wegen der schönen Umgebung als Wohnort auserkoren. Ich habe sie gewählt, damit ich von Narren wie euch verschont bleiben würde. Lasst mich in Ruhe. Beruhigt euch, Alter. Ich bin hier, um euch... Ich bin nicht hier, um euch zu stören. Ich suche nach einem Grab. Was für ein Unsinn, eine Reise zu unternehmen, nur um die Überreste eines Toten zu suchen. Ich wage es fast nicht zu fragen, aber nach wessen Grab sucht ihr eigentlich? Ich suche nach der letzten Ruhestätte von Nasruddin. Natürlich. Sucht nach dem großen Nasruddin. Der große Nasruddin. Was war so großartig an ihm? Er war ein verdammter Narr, wenn ihr mich fragt. Wie dem auch sei, ich muss seine Überreste finden. Scheiß die Wand an. Tja, was ihr hier vor euch seht, sind die Überreste des nicht so großen Nasruddin. Wenn es da nicht diesen dummen Selbsterhaltungsinstinkt gegeben hätte, wäre heute sehr viel weniger von mir übrig. Ich hätte mich damals sterben lassen sollen. Toll, jetzt sag mal, jetzt lebt er, wir suchen noch nur Überreste. Sag mal, hat er einfach die Frechheit zu leben? Hat er gar keinen Anstand, hätte er nicht sterben können oder so? Was, du bist Nasruddin, das kann nicht sein. Ich würde sagen, in all meinem Glanz. Aber ich denke, davon ist nicht mehr allzu viel übrig. Aber ihr seid Nasruddin, ihr habt die Welt von Arronax gerettet. Nein, ich habe die Welt Arronax ausgeliefert. Ich habe das System ins Leben gerufen, das er später als das Seine betrachtet. Ich habe ihm sogar meine elfische Arroganz zukommen lassen. Ich allein trage die Verantwortung für seine Taten. Ja, Arronax war aber für sein Handeln selbst verantwortlich. Er versteht das nicht. Er war mein Sohn. Ich habe ihn gelehrt, alles. Nur um dann zu sehen, wie sein jugendliches Temperament mit ihm durchging. Ich hätte es ahnen sollen. Es muss einen Weg gegeben haben, ihn aufzuhalten, bevor geschah, was geschehen ist. What's going on? Es begann im Zeitalter der Legenden. Ich war jung, eigensinnig. Ich glaubte, ich könnte mich der Welt entgegenstellen. Und ich tat es. Ich kämpfte für das Gute, um die niedrigeren Völker, wie ich sie hochnäsig nannte, vor dem überall herrschenden Chaos zu beschützen. Drachen, Dämonen, böse Zauberer. Ich habe gegen sie alle gekämpft und gewonnen. Und all das sogar noch vor den Tagen des Elfenrates. Wie ist dieser Elfenrat entstanden? Ich versammelte eine Gruppe idealistischer Magier um mich. Und wir bildeten einen Elfenrat. Zum Wohle aller. Wir haben wirklich daran geglaubt. Eine Zeit lang stimmte das wohl sogar. Ich glaube wirklich, die Zeiten änderten sich, als wir eine Möglichkeit entdeckten, Dinge aus dieser Existenzebene zu verbannen. Aha. Das war die ultimative Waffe. Sobald etwas aus dieser Existenzebene verbannt war, konnte es nie mehr zurückkehren. Ultimative Macht geht mit ultimativer Verantwortung einher. Und mit ultimativer Korruption. Wir waren schnell bei der Hand, um damit neue und immer schrecklichere Bedrohungen zu beseitigen. Den Fluch von Kree, Raka, Tur, Gorgoth, Ergan. Welche Rolle spielte Arronax dabei? Irgendwann während dieses heldenhaften Gemetzels wurde mein Sohn erwachsen. Ich brachte ihn schnell im Rat unter
obwohl es Proteste wegen seines jugendlichen Alters und seiner Unerfahrenheit gab. Und dann ist alles über mir zusammengestürzt. Seid ihr wirklich sicher, dass ihr all diesen von Selbstmitleid triefenden Unsinn hören wollt? Ja, ich habe leider keine Wahl. Die Spielentwickler haben das so vorgesehen, dass ich das anhören muss. Also von daher ist die Frage ja wohl ein überflüssig, ob ich das anhören will. Natürlich wollen wir. Er hatte es sich zur Aufgabe gemacht, das Gleichgewicht zu bewahren, wie er es nannte. Er glaubte, dass die Mitgliedschaft im Rat alle Taten rechtfertigte, die er im Sinn hatte. Dazu gehörte auch, dass er alles angriff, was er als Bedrohung auffasste, wie beispielsweise eine Stadt, die mit der Entwicklung fortschrittlicher technologischer Geräte begonnen hatte. Wendy Groth war der Name. Aha. Er warnte ihre Bewohner, ihr destruktives Verhalten einzustellen, und zerstörte eine ihrer Fabriken, um seine Entschlossenheit zu unterstreichen. Zu Recht, um ihr Leben besorgt, bauten sie in Windeseile eine Maschine, die sogar den mächtigsten Magier vernichten könnte. Er reagierte darauf, indem er Kräfte heraufbeschwor, die nur wenige von uns je gesehen hatten. Dann löschte er nicht nur die Stadt aus, sondern wischte mit einem Schlag die gesamte Provinz Wendy Groth vom Antlitz Arcanums. Aha. Er fühlte sich verraten, als der Rat seine Handlungen verurteilte. Reue zeigte er nicht. In seiner Arroganz war er sich sicher, dass man seine Taten als gerechtfertigt ansehen würde. Ich gab die entscheidende Stimme ab, die meinen eigenen Sohn in die Verbannung schicken würde. Wenn ich sterben muss, werde ich der Letzte sein, so schrie er, als er den Zauberspruch auf uns schleuderte, der dem Rat, dem Zeitalter der Legenden und meinem Lebenswillen ein Ende setzte. Kalt dämmerte der Morgen an dem Tag, als sich unsere Armeen auf dem Schwarzen Turm versammelten. An diesem Tag wurden Kräfte beschworen, die man nie zuvor und auch seither nie mehr gesehen hat. Als sich der Kampf dem Ende zuneigte, waren nur noch ich, zwei Ratsmitglieder und Aronax übrig. Während alle seine Verbündeten entweder tot waren oder im Sterben lagen, begannen wir mit dem Verbannungsspruch. Am Ende gelang es uns nur durch vereinte Kräfte, Aronax zu überwältigen. Und ich sah zu, wie mein eigener Sohn dem Schrecken der Leere anheimfiel. Aber die in diesem Konflikt freigesetzte Wut und Energie war so groß, dass die Materie der Realität selbst in Stücke gerissen wurde. Mit unserer letzten Energie gelang es uns, den Riss mit mächtigen Schutzzaubern zu versiegeln. Ich hatte gerade einmal genügend Energie, um mich selbst mit einer regenerativen Hülle zu umgeben. So verblieb ich für 1000 Jahre. Niemand ist auch nur annähernd jemals so lange in einer Hülle gewesen. Irgendwie verlängerte mein magischer Winterschlaf mein Leben weit über die Lebensspanne selbst der mächtigsten Elfenmagier hinaus. Tja, Aronax kehrt zurück. Erzählen wir ihm mal die Geschichte. Ich fühle mich, als hätte ich all diese vielen Jahre, seit ich erwachte, darauf gewartet, genau diese Worte zu hören. Ich hatte gehofft, dass es niemals dazu kommen würde. Aus eurer Geschichte kann ich nur vermuten, dass der Schwarzberg-Clan in die Leere verbannt wurde, um eine Art technologisches Gerät zu entwickeln, das die Schutzzauber
außer Kraft setzt. Ah, und auf diese Weise will der Lübel Arronax wieder entkommen, beziehungsweise zurückkehren. Warum, Arronax, warum erkennst du nicht die Narrheit des Pfades, den du gewählt hast? Wie soll diese Situation bereinigt werden? Wie wär's damit? Shotgun und weg mit dem. Ich fürchte, ich kann nichts tun. Ich bin alt und müde. Ich glaube nicht, dass ich heute gegen meinen Sohn bestehen könnte. Selbst wenn ich mir ein Herz fasste und es versuchen würde. Tja, etwas muss getan werden. Mir fällt nur eine einzige mögliche Strategie ein, wie wir ihn jetzt besiegen können. Ihr müsst die Wendigroth-Maschine zurückholen, die für seine Vernichtung gedacht war. Aber die wurde doch zerstört, oder? Das stimmt auch, aber nur auf der Oberfläche. Es gibt dort viele Katakomben und Tunnel, die unter der Erde liegen. Einige der Mitglieder versuchten, die Maschine zurückzuholen, um sie gegen Arronax zu verwenden, aber wir sind nie zurückgekehrt. Wir waren gezwungen, ihn ohne sie zu bekämpfen. Und ihr wisst, wie das ausgegangen ist. Aber was tut diese Maschine eigentlich? Wirklich mächtige Magier besitzen, genau wie ich, die Fähigkeit, sich zu regenerieren, wenn sie schwer verletzt wurden. Wenn jemand mächtig genug ist, einen Zaubermeister schwer zu verletzen, wird sich der Magier in seine regenerative Hülle zurückziehen und stärker als je zuvor daraus hervorkommen. Die Maschine ist die einzige bekannte Möglichkeit, um eine regenerative Hülle zu zerstören. Ah, alles klar. Genau so ist es. Die Technologie der Maschine stört das magische Kraftfeld so, dass es der Hülle die Lebensenergie entzieht, anstatt sie zu regenerieren. Das ist ziemlich grausam, wenn man es genau betrachtet. Außerdem soll angeblich derjenige, der auf diese Weise getötet wird, für immer von dieser Welt getrennt sein. Und es soll keine Möglichkeit geben, ihn auf magische oder andere Weise zu erzeugen. Ja, ist ja gut, Märchenonkel, aber wo ist diese Maschine? Ihr müsst die Ruinen von Wendigroth suchen, in der Wüste, in der die Stadt einst lag. Und wo genau? Das weiß ich nicht so genau. Jene Tage gehören längst der Vergangenheit an und mit ihnen auch ein großer Teil meiner Erinnerung, fürchte ich. Alles, was ich weiß, ist, dass sich Wendigroth und seine Siedlungen einst über das ganze heute als die Wüste bekannte Gebiet erstreckt haben. Hier gab es einmal eine Brücke, die zur Provinz Wendigroth führte. Ja, dann mache ich mich mal auf den Weg, alter Falder. Ah, kommen wir da auf die Weltkarte? Ja, voll. So. Ah, genau, Tor zur Wüste. Okay. Ach nö, ich muss den ganzen Weg manuell zurücklaufen. Der Pfad ist versperrt, ach nö. Dann würde ich mal sagen, ich mache hier eine Aufnahmepause, dann laufe ich offscreen zurück, gehe da bis zum Tor und dann sieht man sich da am Tor wieder. Wo wir die Big Badaboom-Maschine suchen müssen. Okay. Und dann danke fürs Zuschauen und tschüssi.